41 Hektar, 16 Sportvereine mit über 13.000 Mitgliedern, zahlreiche Vereinssportanlagen, das Gazi-Stadion, die Eiswelt und vieles mehr. Die Bedeutung des Sport- und Erholungsgebiets Waldau in Stuttgart-Degerloch reicht weit über den Stadtbezirk hinaus. Nun entsteht hier ein neuer Anziehungspunkt, die Sporthalle Waldau. Ja, wenn ich hier vor einem der größten Sportprojekte in Stuttgart stehe, das wir in den letzten Jahren oder vielleicht überhaupt für die Sportentwicklung in Stuttgart realisieren, dann erfüllt einen das als Sportamtsleiter natürlich mit Freude, mit Zufriedenheit und auch mit ein bisschen Stolz, wenn man zurückblickt, wie lange es doch gedauert hat, bis wir so weit waren, nämlich fast 7 Jahre, bis wir hier auf Baustelle gehen konnten. Beginnend damals mit der Planungswerkstatt 2012, als wir hier alle Vereine im Sportgebiet am Tisch hatten und mit ihnen diese Konzeption für die Gesamtwaldau entwickelt haben, aber speziell auch für diese Sporthalle. Und heute stehen wir hier nun fast vor dem Rohbau und das macht einen schon ein bisschen stolz. Die neue Sporthalle schafft eine zentrale Trainingsstätte für die Degerlocher Sportvereine und bietet darüber hinaus neben der Bewegungslandschaft für Kinder auch weitere für alle nutzbare Sport- und Bewegungsbereiche mit hoher Aufenthaltsqualität. 2018 war Baggerbiss auf der Waldau und Ende 2020 soll die lang ersehnte Halle fertig sein. Ein Meilenstein der Bauarbeiten war die Montage der hier zu sehenden Fachwerkkastenträger. Diese haben eine Länge von 30 Metern, wiegen je 22 Tonnen und sind aus Baubuche. Das einzig verwendbare Material bei diesen Spannweiten. Der Kran, mit dem die Träger eingepasst werden, wiegt 550 Tonnen und ist der zweitgrößte verfügbare Kran überhaupt. Die Montage der Träger ist Millimeterarbeit. Jetzt muss alles sitzen. Zumal die Träger allein ca. 250.000 Euro kosten. Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben betragen über 15,5 Millionen Euro. Dafür gibt es über das Holz-Innovativprogramm des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung einen Zuschuss von 200.000 Euro. Ja, die Sporthalle Waldau ist ein Prototyp für den künftigen Sportstättenbau in Stuttgart. Wir stellen uns vor, dass wir auch an anderer Stelle noch ähnliche Hallen bauen mit diesem Konzept, nämlich eine dreiteilbare Sporthalle, verknüpft mit verschiedenen anderen Nebenräumen, mit einer Bewegungslandschaft für Kinder, die für jedermann zur Verfügung steht und gepaart auch mit den Actionflächen im Umfeld hier, also mit verschiedenen Outdoor-Geräten, mit einem Kleinspielfeld, mit der Möglichkeit, sich hier zu bewegen und zwar für jedermann ohne Entgelt. Die Sporthalle Waldau ist also nicht irgendeine Halle. Neben den vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten besticht auch die Bauweise. Hier entsteht das zweite städtische Gebäude, das dem Ziel der Klimaneutralität gerecht wird. Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Geothermieanlage mit Erdwärmesonden. Zur Deckung des Strombedarfs wird eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Halle errichtet, von der auch die nebenangelegene Eiswelt profitiert. Zudem existiert eine Nahwärmeleitung zwischen den beiden Gebäuden. Wenn die Kühlaggregate der Eiswelt laufen, nutzt die Sporthalle Waldau die dabei entstehende Abwärme. Die Halle wird sowohl von ihrem Konzept als auch energetisch ein Meilenstein für den künftigen Sportstättenbau in Stuttgart sein.